Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Book of Shadows. Wir schauen uns jetzt mal an, wie es Yui weitergeht, nachdem Tomoe, sie war schon irgendwie gemein. Sie hat halt gemeint, ist ja schön, dass du weißt, was du mit deinem Leben anfangen willst, aber ich habe keine Ahnung, also nerv mich nicht damit. Kommt nicht so nett rüber von einer guten Freundin. Deswegen ist Yui jetzt ziemlich traurig und ist hier auf dem Gang und weint. Ich bin manchmal so unsensibel. Ach so, ja. Sie hätte das natürlich jetzt auch nicht unbedingt der anderen auf die Nase binden müssen. Ich frage mich, ob alle anderen das Gleiche empfinden mir gegenüber, also dass sie neidisch sind sozusagen. Ich versuchte die Tränen aus meinen Augen zu wischen. Aber sie wurden sofort von neuen Tränen ersetzt. Warum hatte ich daran nicht früher gedacht? So viele Leute mussten sich immer noch der Unsicherheit der Zukunft stellen und hatten noch keine genauen Ziele. Und ich hatte das überhaupt nicht gemerkt. Ich war diejenige, die einen Traum hatte. Ich rannte überall umher und erzählte allen, wie erfolgreich ich war und was ich alles erreichen wollte. Da konnte ich ihnen schwer vorwerfen, dass sie mich hassten. Konnte jemand, der so unsensibel war gegenüber den Gefühlen von so vielen anderen Menschen, wirklich ein Lehrer werden? Hatte ich überhaupt die Eigenschaften, die man dafür braucht? Oh. Schnell drehte ich mich zu der Stimme um, die nach mir gerufen hatte, und sah, dass dort Tsukasa stand. Wir hatten zuvor nie ein Wort miteinander gesprochen, wenn wir uns auf dem Flur trafen. Aber er sprach mit mir an jenem Tag, ohne sich zurückzuhalten. Als wären wir alte Freunde. Dein Gesicht ist ein Durcheinander. Hast du ein Tuch? Dann trockne dein Gesicht. Okay. Tsukasas Sorge und Verwirrung war klar auf seinem Gesicht abzulesen. Ich wollte ihm keine Probleme schaffen oder ihm Sorgen bereiten. Also machte ich meine Augen sauber, also trocknete sie. Ist etwas geschehen? Nein, alles in Ordnung. Du heulst aber ganz schön viel dafür, dass du keine Probleme hast. Nein, da war nur ein kleines Missverständnis zwischen einer Freundin und mir. Aber wir haben das sofort geklärt, also ist alles in Ordnung, wirklich. Das hier sind... Du weißt, sowas wie Tränen des Glücks, denke ich. Ach ja, weißt du, ich habe gerade herausgefunden, dass ich diese bin mir nicht sicher, ob ich es aus Respekt vor Tsukasa getan habe oder weil ich das Thema wechseln wollte, aber mitten im Satz unterbrach ich mich. Ich tat es schon wieder. Was dachte ich denn nur? Jetzt würde mich auch Tsukasa hassen, weil ich eine Angeberin bin. Mann, ich hasste mich selbst. Ich war echt schlimm. Aber... ehrlich? Er freute sich für mich? Ich war ein bisschen zurückgeworfen und nickte. Ja, dann hast du es ja geschafft. Glückwunsch! Danke. Arigato.
Also, was ist jetzt mit dem Wasserwerk? Aber trotz der Empfehlung musst du trotzdem einen Eingangstest machen, richtig? Na, ist es dann nicht ein bisschen früh für Freudentränen? Ja, das kann sein. Ich war nur wirklich glücklich, dass du mir gratuliert hast. Taku. Oh, komm schon. Tut mir leid. Naniwa? Wofür? Dafür, dass ich so weine, ohne überhaupt zu wissen, wieso. Wenn du nicht weißt, warum du es tust, dann solltest du dich beeilen und diese Augen trocknen. Klar, ich denke, es geht mir jetzt auch gut. Danke. Oh, ich schwöre. Während ich meine angeschwollenen Augen rieb, kam ein Lächeln hindurch und Tsukasa atmete so. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann, als würde er sich plötzlich an etwas erinnern, leuchteten seine Augen auf. Soda, Shishido. Chotto matte ro. Oh, hey, warte hier eine Sekunde. Okay. Bestimmt holt er einen Café Olé. Ach so, nee, doch nicht. Tsukasa rannte in seinen Klassenraum und erschien nur Momente später wieder im Flur. Er hielt etwas. Hier, ich möchte, dass du das hast. Ein Stift? In seiner ausgestreckten Hand war ein kleiner, also ein kurzer, kleiner Stift. Nicht das, was du erwarten würdest, dass dir jemand ausleihen würde. Ja, und dann war es auch noch, hat es überall Kratzer an einigen Stellen. Aber trotzdem war es in einem einigermaßen okayen Zustand dafür, dass es so abgenutzt war. Oh, süß. Ein Stift für garantierten Erfolg. Garantierter Erfolg? Benutz den bei deinem Test und du wirst es auf jeden Fall schaffen. Was? Wirklich? Ah, Kisaragi-Gakuen-ni-ukaru-no-wa-muzukashii-tti-iwarete-ta-ore-ga-kore-tsukatte-ukattan-da-kara-machigai-nai-yo. Ja, sie haben mir gesagt, ich würde niemals den Aufnahmetest für die Kisaragi Academy bestehen, aber tja, hier bin ich. Und das verdanke ich alles diesem Stift. Ja, kore, Tsukasa-kun-ga-koukou-nyushu-no-toki-ni-tsukatta-henpitsu-nanda. Das ist also der gleiche Stift, den du benutzt hast, als du deine Tests für die Highschool-Bewerbung schreiben musstest? So, keiken aratakana enpitsu da se. Auf jeden Fall, das war wirklich ein Wunder. Reigen arataka. Oh, da war ein Wortspiel drin, das ich nicht verstanden habe. Ach, das ist ja interessant. Sorry da. Ja, genau das. Also er hat es falsch gesagt, was man normalerweise sagt. Jedenfalls, ich werde dein nettes Angebot auf jeden Fall annehmen. Vielen Dank. Aber hör mal, ich leihe dir den nur aus, bis du mit dem Test fertig bist. Den musst du mir danach zurückgeben, damit ich es wiederum für meine Aufnahmetests benutzen kann. Und was auch immer du tust, fall nicht bei den Examen durch. Ach, das sieht aber doch gut aus. Ich nahm den Stift und nickte lächelnd. Tsukasa schenkte mir
im Tausch auch ein Lächeln. 人の気持ちまで勝手に思いやって背負い込んで 悲しみまで自分のものにして お前みたいなのが先生になれたらいいのにな。 Du bist wirklich eine einzigartige Person, weißt du das? Es ist schwer zu glauben, wie sehr du die Probleme anderer Menschen an dich heranlässt. Du wirst eine unglaubliche Lehrerin werden. Was? Für einen Moment hatte ich keine Ahnung, wovon er eigentlich redete, aber dann kapierte ich. Tsukasa war irgendwie von unserer Konversation abgeglitten. Hä? Ah, nee, jetzt verstehe ich. Also er konnte irgendwie raushören aus unserer Konversation, dass ich geweint hatte, weil ich Tomoe, vor den Kopf gestoßen hatte. Und er, diesen Fakt drehte er nun um, um mich wiederum zu motivieren. Viel Glück. Lass nicht zu, dass sie dich runterziehen. Ich hatte mal gehört, dass man jemanden nicht Glück wünschen soll, wenn die Zeiten gerade stressig sind, weil das nur noch mehr Druck ausübt. Deswegen sagen die Leute den Schauspielern ja auch stattdessen Hals- und Beinbruch. Aber das war mir egal, tabu oder nicht. Ich freute mich über seine liebevollen Worte. Ich werde mein Bestes geben, Tsukasa. Oh. Das freut mich zu hören. Das war der Moment, wo ich mich wirklich in ihn verliebte. Aber es schien nicht, als würde er es bemerken, und da war auch nicht wirklich irgendein Hinweis, dass er sich genauso fühlte wie ich. Ich kann mich immer noch genau an die Ereignisse jenes Tages erinnern. Selbst jetzt noch. Es war Oktober. Der Tag vor meinem Test. Aufnahmetest. Das Wetter draußen war miserabel seit heute Morgen und man konnte fast nichts sehen. Das musste ein schlechtes Omen sein. Falls ich heute ausrutsche und falle, am Tag vor dem Examen. Also dachte ich, ich trage mal lieber Boots zur Schule, nur um sicher zu gehen. Wir sehen uns! Hä? Als ich die Tür öffnete, war ich schockiert. Eine weißhaarige alte Frau lag auf dem Boden, durchnässt bis zu den Knochen. Ich rannte schnell an ihre Seite. Sind Sie in Ordnung? Oh je. Bleiben Sie bei mir. Komm schon. Sagen Sie mir, was geschehen ist. War das etwa ein Überfall gewesen? Die Straße vor meinem Haus war eng und fast nur von Nachbarn benutzt. Aber es war nun nicht so, als wenn es irgendwie vom Äußeren abgeschnitten wäre, also vom Verkehr oder so. Also war ein Raubüberfall nicht unbedingt auszuschließen. Ich sah mir den Körper der alten Frau so gut an, wie ich konnte. Zum Glück konnte ich nicht erkennen, dass sie irgendwie ernsthaft verletzt worden wäre. Sieht zumindest nicht wie ein Autounfall aus. Junge Lady. Hi. Ja? Oh Gott, du darfst heute nicht zur Schule gehen. Was? Du darfst auf keinen Fall gehen. Oh Gott, da hätte ich ja voll Schiss. Die alte Frau erhob sich ein wenig und sprach mit belegter Stimme.
Vom Ton in ihrer Stimme schien sie sehr verzweifelt. Aber das muss ich tun. Heute ist meine letzte Chance, um zu üben für das College-Aufnahmeinterview. Nein, bleib einfach zu Hause, geh nicht. Ich muss gehen. Das Interview ist der Teil des Examens, wo ich am schlechtesten bin. Bitte, sagen Sie mir doch, was nicht in Ordnung ist. Wo ist Ihre Familie? Wirst du gehen? Egal was? Ja? In diesem Fall, bitte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also nickte ich, als die alte Dame damit begann, durch ihre Taschen zu wühlen. Sie zog ein zusammengeknülltes Stück Papier heraus. Als sie herumsuchte, bemerkte ich, dass ihre Atmung immer schlechter geworden war und überlegte, welche Optionen ich hatte, mir zu helfen. Wirklich, ich hätte zurück ins Haus gehen sollen und meine Mom rufen sollen. Aber es gab etwas an ihr, das bewirkte, dass ich hier sitzen blieb. Ich spürte Verzweiflung, die sich versteckte in diesem ungebrochenen Blick. Du musst das hier nehmen. Was ist das? Ein Charm, eine Magie. Ein Charm. Die alte Frau griff nach meinem Handgelenk und zwang das Stück Papier in meine Hand. Ich legte meinen Kopf schief, entfaltete das Stück Papier und schaute vorsichtig drauf. Zuerst dachte ich, sie hätte mir nur ein Stück Müll gegeben. Was? Aber als ich es auseinanderfaltete komplett, sah ich, dass es ein... Oh mein Gott, dass es eine Papierpuppe war in Form eines menschlichen Wesens. Hä? Wer ist diese Frau? Da war ein Name draufgeschrieben auf dem Bauch. Oh mein Gott, Yui Shishido. Ja, mein Name. Ganz klar geschrieben in leicht lesbaren Pinselstrichen. Wieso ist mein Name darauf? So dass es sich beschützen kann. Wenn man nicht den Namen hineinschreibt der Person, die man beschützen will, dann funktioniert der Charm nicht. Aber dann kannte sie ja. Verrückt, das war alles verrückt. Ich verstand überhaupt nichts davon. Nur ein Fakt verstand ich. Diese alte Frau war hier, um ganz spezifisch mir diesen seltsamen Papiercharm zu überreichen. Oh. Aber wir waren völlige Fremde. Aber sie kannte sowohl meinen Namen als auch meine Adresse. Nein, nein. Es tut mir leid, ich weiß, Sie sind einen weiten Weg gekommen, um mir das zu geben, aber ich möchte es nicht. Oh Gott, du willst es nicht? Ich wollte die Papierpuppe zurückgeben. Da spürte ich, dass ihr ganzes Verhalten sich verändert hatte. Sie erhob ihren Körper vom nassen Asphalt. Oh. Wieso nicht? Naja.
Oh Gott, ich habe mich fast umgebracht, um dir das zu bringen. Wieso hört mir keiner zu? Du darfst nicht in die Heavenly Host Elementary ohne diesen Charm. Heavenly Host Elementary? Ja, du darfst nicht gehen. Geh nicht. Als die alte Frau schrie, flog die Papierpuppe langsam auf den Boden. Fast im gleichen Moment sog es sich voller Wasser durch den Regen natürlich. Mein Name zerfloss und wurde bald zu einem unleserlichen schwarzen Fleck. Als sie das sah, griff die alte Frau nach ihren Haaren und riss daran. Nein! Der Charm, der Ausweg, er ist verloren. Ma'am, bitte beruhigen Sie sich. Hör mir zu, du darfst nicht in die Heavenly Host Elementary. Warte, Oba-chan! Meine Schule ist die Kisaragi-Gakuen. Ich glaube, da gab es irgendeine Verwechslung. Meine Schule ist die Kisaragi Academy High. Ich habe noch nie überhaupt gehört von der Heavenly Host. Oh? Oba-chan! Ma'am? Oh Gott. Mom, komm schnell. Okay, das ist ja ein idealer Zeitpunkt für einen kleinen Cut. Ist ja ziemlich spannend jetzt doch geworden, aber was hat denn das alles zu bedeuten? Ist das wer aus der Zukunft? Ich weiß auch nicht. Ich kann mir das gerade gar nicht erklären, aber das ist auf jeden Fall gerade sehr interessant. Irgendwie weiß diese Person, dass wir später noch in die Heavenly Host kommen. Sehr seltsam. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Corpse Party Book of Shadows wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.